Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit beim Ansehen dieser Predigt. Ja, die Jahreslosung beschäftigt uns jetzt heute schon das dritte Mal in diesem Jahr und damit kann es dann von unserer Seite auch gewesen sein, dass wir Tipps geben und einfach Hinweise geben, aber wir werden das ganze Jahr mit diesem Vers herausgefordert sein, Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Es geht da um Gemeindekultur, wenn wir in unsere Gemeinde gucken, das gilt aber nicht nur für uns, sondern für jede andere Gemeinde letztlich auch. Und es geht immer um den Umgang miteinander, den wir mit anderen pflegen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Vers der Jahreslosung sozusagen so ein Gradmesser ist für geistliche Reife, also für die Qualität unserer Jesus-Beziehung. Und daran wird man feststellen können, wie weit sind wir da schon, wie gut ist unser Fundament. Und ich fand es sehr schön, dass Benny letzte Woche das nochmal so im großen Überblick gesagt hat, was Kapitel 14 und 15 im Römerbrief darstellen. Nämlich, da geht es um den vermeintlich Starken und dann geht es auch um den vermeintlich Schwachen. Und beide gehören zu einer Gemeinde, damals die Christen in Rom, wir heute hier in Müden, und alle gehören zusammen, ja, die Starken wie die Schwachen. Und bei vielen Themen und Gesprächen, die wir haben in unseren Teams oder Gruppen, stelle ich immer wieder eines fest, ganz oft geht es um Formfragen, nicht so sehr um Inhalte. Die Inhalte, die legt ja die Bibel fest und das ist sehr, sehr klar. Aber über die Formen, über die Vielfalt der Formen, da wird immer wieder hin und her diskutiert und da kann es durchaus dann auch zu unterschiedlichen Positionen kommen, dass der eine sagt, ja, es geht nur so und der andere sagt, es geht nur so. Aber im Inhalt sind wir mit vielen Christen weltweit verbunden. Und ihr müsst mal achten, wenn ihr so Zeitschriften wie IDEA oder andere lest, da wird oft über Formen gestritten, ja, und ganz selten über Inhalte. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ich fand es spannend, dass Benny diese Zettel verteilt hat, ein paar hängen, glaube ich, noch. Die könnt ihr gerne auch nochmal nutzen. Überschrift Gemeinschaft stiftende Ideen. Da waren so Ideen drauf, die echt ganz wenig kosten und im Grunde genommen recht leicht umzusetzen sind. Ein paar Zettel waren abgerissen, zum Beispiel steht da drauf, ich höre anderen genau zu oder ich sage anderen, was ich meine. Ich nehme mir Zeit für andere. Ich rufe meine Eltern an. Oder ich besuche jemanden, der alleine ist und so weiter und so fort. Also da ging es letztes Mal drum. Wenn ihr noch so einen Streifen findet oder hier von dem Zettel einen abreißen wollt, könnt ihr das gerne tun. Macht das konkret, ja. Tut was, damit der andere weiß, hey, ich bin angenommen, ich bin akzeptiert und ich bin dem anderen wichtig. Vielleicht hat ja jemand letztes Mal schon so einen Zettel abgerissen. Und könnte heute Morgen schon ganz spontan erzählen, wie das war, was er da getan hat oder sie getan hat und welche Erfahrung ihr gemacht habt. Gibt es da jemand, der das erzählen möchte, der also so einen kleinen Abschnitt da abgerissen hat und heute schon weiß, was da passiert ist? Ihr braucht noch Zeit, wa? Ja, okay. Verstehe ich. Okay, also ne, dranbleiben, den Zettel ernst nehmen und auf jeden Fall umsetzen. Paulus ist es ganz wichtig, dass er hier sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist im Grunde genommen der Schlüssel. Wir, jeder von uns, der heute Morgen hier ist in diesem Gottesdienst, ist ein von Gott geliebter Mensch. Und das ist besonders. Dieser Gott, der dieses Universum geschaffen hat, ja,
der ja abgelenkt sein könnte durch viele Dinge, die in der Natur oder irgendwo anders passieren, ja, in diesen Galaxien, ja, er hat uns im Blick, ja, er kennt jeden mit Namen, er hat sogar die Haare auf unserem Haupt gezählt, es geht bei manchen schneller, bei anderen nicht so schnell, ja, also er hat uns im Blick, er kennt unsere DNA. Und er meint uns persönlich, er kennt unseren Namen, er weiß, was uns ausmacht. Er hat uns total lieb, er hat uns angenommen, so wie wir sind. Und weil wir alle, die wir an Jesus glauben, diese Erfahrung gemacht haben, dass wir angenommen und geliebt sind, deswegen machen wir einen Unterschied in dieser Welt. Wir als Christen sind das Salz in der Suppe dieser Welt. Wir als Christen sind das Licht dieser Welt. Ja, warum? Weil Jesus unser Licht ist. Und wir machen einen Unterschied. Beispiel: Wenn also andere Gleiches mit Gleichem vergelten, so nach dem Motto, der hat mich gehauen, ich hau zurück. Die Bibel lehrt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Oder wenn es total schick ist, über andere herzuziehen, wir nicht. Die Bibel lehrt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Merkt ihr den Unterschied? Oder wenn es modern ist, nicht mehr zu heiraten, einfach so zusammenzuleben. Wir als Christen sollten an der Stelle einen Unterschied machen. Warum? Weil es Schöpfungsordnung Gottes ist. 1. Mose 2, die ersten Seiten der Bibel, heben dieses Geschenk der Ehe so hoch und machen es so kostbar, ja, dass wir an der Stelle einen Unterschied machen sollten. Und ich erlebe, dass auch viele Christen, junge Leute, ältere Leute, da plötzlich das ignorieren. Wir sollten einen Unterschied machen. Wir halten Ehe hoch. 1. Mose 2, 24. Ja? Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Könnte ich mal eine extra Predigt drüber machen, damit ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir dann verheiratet sind, dann haben wir eine beständige Aufgabe, nämlich unsere Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Bis zum Tod. So lehrt es die Bibel. Dass wir dann auch in Gedanken, in Worten und auch in dem, was wir tun, treu sind. Treue ist ein ganz wichtiger Wert. Ja? Untreue fängt immer im Kopf an. Da gehst du gedanklich spazieren und Jesus sagt, wenn du anfängst, eine Frau zu begehren, in Gedanken, wohlgemerkt, mit deinen Augen, ja, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Also wir als Christen sollten da einen Unterschied machen. Wir sind treu. Oder manche betrügen den Staat oder vielleicht auch ihren Chef, weil sie sagen, ah, der hat ja genug, ich muss heute nicht so viel arbeiten. Ja? Das gönne ich dem nicht, dass der so reich wird, wenn ich viel arbeite. Und was auch immer da an Arbeitseinstellung da ist. Wir als Christen sollten da einen Unterschied machen. Warum? Weil die Bibel mich lehrt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir sind nicht zuerst dem Chef oder dem Kollegen, dem Abteilungsleiter oder wem auch immer verantwortlich. Wir sind zuallererst Gott verantwortlich. Wir machen einen Unterschied, auch in unserer Arbeitseinstellung. Ja. Und natürlich fordert es heraus, das weiß ich. Aber ich möchte der Bibel mehr glauben als allem anderen. Manche finden es auch total schick, sich zu betrinken, Komasaufen nennt man das heute immer wieder und es ist erschreckend, wie viele Jugendliche darauf abfahren. Ja? Die Bibel lehrt mich, sauft euch nicht voll. Da steht voll Wein. Heute gibt es noch viel mehr Sachen. Warum? Weil daraus ein unordentliches Wesen folgt. Da folgt ein unordentliches Wesen draus. Und was im Suff passiert, das ist nicht korrigierbar. Da sagen wir Dinge, die wir besser nicht gesagt haben, hätten. Da tun wir Dinge, die wir manchmal nicht getan haben wollen. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern, lehrt mich die Bibel, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen.
hey, das ist viel besser. Da können wir jeden Tag uns voll laufen lassen, ja, erfüllen lassen, ja, vom Geist Gottes. Darum zu bitten, Heiliger Geist, fülle mich heute wieder neu. Oder für manche ist Lügen ganz okay. Da gibt es ja so ganz interessante Begriffe wie Notlügen oder Halbwahrheiten, Schummeln, Tricksen und so weiter und so fort. Ihr kennt die Begriffe alle. Ja? Die Bibel lehrt mich, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Merkt ihr, diese Jahreslosung, wenn wir die ganz konkret in unseren Alltag mit integrieren, dann merken wir sind gefordert. Ja? In unserem ganz eigenen Umfeld. Und da hat jeder seine einzelnen Baustellen. Aber ich finde, diese Jahreslosung sollte deutlich machen, wir als Christen machen einen Unterschied. Ja? Und das könnte man jetzt noch in vielerlei Hinsicht weitermachen. Wieso machen wir einen Unterschied? Paulus formuliert es interessanterweise so: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ihr Lieben, es geht nicht so sehr um uns. Wir gucken oft, was habe ich davon, wie geht es mir damit und was muss ich da alles an Gewinn haben? Bringt mir das was, wenn ich in eine Gemeinde gehe, in einen Hauskreis gehe oder mitarbeite oder so? Bringt mir das was? Ja. Es bringt dir eine ganze Menge, nämlich Lob Gottes. Segen Gottes bringt es dir. Und übrigens, das spricht Bände nach außen. Ja? Es ehrt Gott auch im Blick, wenn andere auf uns blicken. Ja? Es ehrt Gott. Zu Gottes Lob wollen wir das tun. Und interessant finde ich, dass Paulus auf wichtige Dinge hinweist in den Versen direkt vor der Jahreslosung, und die möchte ich uns jetzt lesen. Ich lese Römer 15, Vers 5 bis 7. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommt die Jahreslosung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Da merken wir, der Fokus liegt nicht so sehr auf dem Singen zum Beispiel, ja, sondern Lobpreis, Anbetung ist Lebensstil. Bedeutet, dass das im gesamten Leben vorkommt. Ja. Und Gott wirkt und will Einheit. Einträchtig gesinnt sein untereinander, Christus Jesus gemäß, schreibt Paulus. Und da ist die Frage, wie sehr liegt dir die Einheit deines Hauskreises, deiner Familie, deiner Gemeinde am Herzen? Mit welcher Haltung kommst du sonntagmorgens zum Beispiel in den Gottesdienst? Mit welcher Erwartung? Was bringst du mit? Und was tust du, dass Einheit, Einträchtigkeit, Christus Jesus gemäßes Leben in einer Gemeinde stattfindet? Welche Unterstützung gibst du? Was ist dein Beitrag? Und ich glaube, dass Einheit ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist für jede Gemeinde. Und Einheit, das will ich sagen, ist nicht Gleichmacherei. Wir müssen jetzt nicht plötzlich alles gleich gut finden. Ja? Einheit hat nichts mit Gleichmacherei zu tun. Einheit ist eine innere Geschlossenheit und wir gehen gemeinsam in eine Richtung, ja, und sind miteinander unterwegs und haben uns gegenseitig im Blick und behalten uns auch im Blick. Ja. Einheit und Einmütigkeit, wer da mal ein Beispiel braucht, Apostelgeschichte 1 und dann die nächsten Kapitel lesen. Wow, da stehen dann so Sätze drin, wie in Apostelgeschichte 4. Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Stellt euch vor, 5000 Leute circa. Ja, also nehmen wir mal Müden. Ein Herz, eine Seele. Hammer. Dass das Sogwirkung, Anziehungskraft hat, das ist mir völlig klar. Ja. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Geschenk, dass sich so viele Leute eins werden. Das erleben wir ja hier auch immer wieder
bei entscheidenden und richtungsweisenden Beschlüssen. Wir sagen auch, wir entschließen uns oder beschließen Dinge nur dann, wenn wir uns absolut eins sind, vor allem in den wichtigen Fragen. Bei nebensächlichen Fragen, da haben wir ganz viel Weite, also was weiß ich, wenn es um Vorhänge oder Klodeckel geht, keine Ahnung, da haben wir Weite, da ist Einheit nicht so wichtig, aber bei den wichtigen Fragen, da ist Einheit super wichtig. Wer will uns trennen? Wir haben das verschiedentlich erlebt, ich könnte da viele Beispiele erzählen. Wir sehen nun, direkt vor unserer Jahreslosung macht Paulus deutlich, Gott liegt Einheit der Christen am Herzen. Ja? Übrigens auch über Glaubensgrenzen hinweg, ja? Über verschiedene Glaubensrichtungen auch. Und deswegen fand ich die Allianz Gebetswoche so genial, ja? Dass wir in den unterschiedlichen Kirchen zu Gast waren und miteinander gebetet haben. Und das war total genial zu erleben. Ja? Wer will das trennen, wenn Christen sich eins werden? Und von daher nochmal, ne, mit welcher Haltung gehst du auf andere Christen zu? Gehst du in die Gemeinde? Gehst du zum Gottesdienst? Mit welcher Haltung? Was ist da in dir? Förderst du, bist du bereit, die Einheit der Christen zu fördern? Ja? Und kannst du, um es mal konkret zu machen, ja, Einheit leben, auch wenn eine Form so völlig anders ist, als du es gewohnt bist? Klassisches Beispiel sind immer die Lieder, das ist auch ein Thema. Ja. Ne? Kann man Lobpreis mitmachen, auch wenn ich kein einziges Lied kenne? Ich komme viel rum in Gemeinden, ich kenne viele Lieder nicht, noch nicht. Ja. Und trotzdem sitze ich dann da und danke Gott, ja, dass Menschen solche Lieder schreiben, dass andere Christen diese Lieder kennen, ja, und freue mich einfach, dass ich dabei sein darf beim Lobpreis. Merkt ihr diese ganz andere Haltung? Man kann auch da sitzen und sagen, ja, kennt das Lied schon wieder nicht, altes Lied, ist ja blöd, ne? Neues Lied ist auch blöd. Also wie auch immer es unser Team macht, ja, das ist ja total schwierig. Es kommt auf die Haltung drauf an und wir können Lobpreis machen, auch ganz ohne Musik. Warum? Weil Anbetung lebensstil ist. Ja? Es hat mit Haltung zu tun. Oder nehmen wir andere Christen, die so ganz anders ihren Glauben leben. Ich habe vor 2 Wochen davon erzählt, ne? Wie das ist, wenn du dann so Jesus-Freaks triffst oder so. Das ist schon spannend. Ja? Und dann eben nicht sein Herz zu verschließen, sondern zu sagen, Gott, ich danke dir, dass es diese Christen gibt, die so völlig anders ihren Glauben leben. Und ganz ehrlich, wenn ich in unsere Gemeinde gucke, das ist total unterschiedlich, wie wir Glauben leben. Und total genial. Ja, warum? Weil es Gott ehrt. Und von daher auf solche Leute zuzugehen, nicht so sehr innerlich die Arme zu verschränken und zu sagen, ah, mit dem will ich jetzt aber nichts zu tun haben, sondern sich zu öffnen. Ne? Also in welchem Maß förderst du die Einheit der Gemeinde? Da gibt es immer wieder Spannungsfelder und ich habe gedacht, das ist mal gut, euch eine Grafik mitzugeben. Die kommt aus dem Bereich der Konflikttransformation. John Paul Lederach ist ein Friedensforscher schon seit Jahrzehnten und er hat ein, wie ich finde, spannendes Modell beschrieben und das möchte ich euch jetzt auch mal kurz darstellen. Also angenommen, es gibt einen Konflikt zwischen meiner Frau und mir. Ne? Ich bin Andreas, sie ist Sigrid und wir sind nicht miteinander, sondern sagen wir mal gegeneinander in dem Moment. Ja? Da gäbe es viele Beispiele zu erzählen. Ein kurzes soll genügen. Vor Jahren, ich bin ja einer, ich bin Jäger und Sammler. Ja? Deswegen brauchen wir auch Häuser, damit es Platz hat. Und meine Frau ist da an der einen oder anderen Stelle anders aufgestellt. Und dann hat sie tatsächlich es gewagt, so Ordner sich mal vorzunehmen, die aus meiner Jugendzeit sind und Unterlagen von meinem damaligen Teenie-Kreis beinhaltet haben. So einen Ordner hatte ich. Ja?
Klammer auf, sie hört zwar jetzt zu, habe ich zwar nicht mehr gebraucht, Klammer zu, aber so, nun hat sie diesen Ordner entsorgt und ich kam nach Hause und war richtig sauer. Ja? Dann haben wir einen Konflikt, ja? Da rumst es dann. Ja? Da bin ich durchaus emotionsflexibel an der Stelle und die Frage ist, was passiert dann? Ja? Da gibt es ein Problem, das heißt, im Grunde ist ein Gewitter im Anmarsch. Ja? Wie gehen wir dann miteinander um? Und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass an der einen oder anderen Stelle wir innerlich total auseinanderdriften. Ja? Und auf diesem Weg, wo wir auseinanderdriften, wo wir sagen, oh, das kann die nicht machen, das darf die nicht, das kann auch nicht sein, ja? Da entsteht nicht nur Ärger, ja? Das kann Wut werden, manchmal ist es sogar Hass. Ja? Manchmal, wenn wir es intern abmachen, entsteht sowas wie Bitterkeit. Ja? Wir verschließen uns dem anderen. Ja? Und all das führt dazu, dass wir auseinanderdriften. Ja? Wir sind nicht mehr beieinander. Warum? Weil es irgendeinen Anlass gab und wir meinten, das Recht zu haben, so zu reagieren. Ja? Und dann geht der eine diesen Weg und der andere geht eben diesen Weg. Und wir finden das vielleicht relativ normal. Manchmal entsteht auch so eine Grundskepsis. Na, was wird sie heute wieder gemacht haben? Ja? Das ist bei uns jetzt nicht so der Fall, aber vielleicht, ne? So. Ja. Ja, das kann passieren. Und im Grunde, wenn du das merkst, dann bist du hier relativ weit auseinander. Das driftet wirklich auseinander und es entsteht so eine Kluft zwischen dir und deinem Partner oder zwischen dir und einem Freund, Freundin, wie auch immer. Und wenn man hier dann quasi angekommen ist jeweils, ja, dann ist es ja überhaupt nicht gut, weil wir sind ja nicht beieinander. Das hat auch mit Einmütigkeit nichts zu tun. Was ist jetzt nötig? Lederach beschreibt, dass diese Konflikte eine gewisse Dynamik haben und Konflikttransformation im Grunde genommen etwas mit Umformen des Konfliktes zu tun hat. Ja? Und ich weiß nicht, wie er innerlich zum Glauben und zu Gott steht und so, aber was er schreibt, ist im Grunde genommen spannend, dass er sagt, an der Stelle ist eines nötig. Er nennt das Umkehren. Umkehren ist ein frommes Wort. Ja? Umkehr ist nötig. Also nochmal neu denken und nochmal neu die Dinge bewegen. Ja? Und sich dann auch zu entschließen, einen neuen Weg zu gehen. Nicht bei dem alten Weg zu bleiben und zu sagen, oh, das ist jetzt aber, ich habe Recht und ne, sondern nochmal neu zu denken. Und er rät dazu, eben zu sagen, okay, wenn was neu werden soll, dann musst du eine neue Richtung einschlagen. Wenn was verändert werden soll, dann musst du wieder auf den anderen zugehen. Dann musst du den anderen im Blick haben. Dann ist es nötig, dass du die Dinge, die da in dir rumoren und um sich greifen, vielleicht ist es Bitterkeit, wie gesagt, egal was da ist, ja, dass das ein Stück bearbeitet wird und etwas geschieht. Und das geschieht, indem wir uns entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Ja? Und der sieht folgendermaßen aus, dass wir sagen, okay, als Christ würde ich sagen, ich bete. Ich bete und spreche vor Gott meinen Ärger aus. Das ist ein wichtiger Schritt. In Gottes Gegenwart können wir alles sagen, was uns bewegt, können wir über alles nachdenken, alles aussprechen, was uns auch ärgert, ja, was uns in dem Moment auch packt emotional. Ja. Ich bete. Und da bete ich nicht so sehr, Herr, verändere jetzt meine Frau oder wen auch immer, sondern ich bete, Herr, verändere mich, meine Haltung.
mein Denken, meine Emotion, meine Herangehensweise, meine Sichtweise. Verändere mich, ich bete für mich. Warum? Weil ich da den meisten Zugriff habe. Andere Menschen kann ich ganz schlecht verändern, aber ich bete, dass Gott mein Herz verändert, meine Haltung verändert, mein Umgangston verändert, meine ganze Art verändert. Und dieser Weg, ja, der kann manchmal ganz schön lange sein. Das ist nicht eine Sache manchmal, wo wir sagen, so schnipp und jetzt haben wir plötzlich wieder gute Laune oder so. Das kann ein längerer Weg sein. Das kann manchmal Stunden, vielleicht sogar Tage dauern. Aber wichtig ist dieser Weg. Warum? Weil er eine Richtung vorgibt und wir auf den anderen zugehen lernen. Es gibt ein interessantes biblisches Beispiel, Jakob und Esau. Ja, da ist es im Grunde so ähnlich gelaufen, ja, wenn man Jakob und Esau nimmt. Könnt ihr nachlesen, 2. Mose, da kommt es zu einer interessanten Begegnung. Der Jakob hat ja den Esau, seinen Bruder, betrogen, ja, um Erstgeburtsrecht, um Erstgeburtssegen. Und was dann passiert, ist genau das, sie driften auseinander. Und irgendwann, nach 20 Jahren circa, ja, ist es an der Zeit, dass sie wieder aufeinander zugehen. Umkehr, neues Denken. Der Jakob ist ein Stratege, der schickt Geschenke vorweg, ja, und meint, er kriegt den Esau gut gestimmt und so. Aber dann, an diesem entscheidenden Punkt, 2. Mose 32, begegnet er Gott an der Furt des Jabboks, an diesem Fluss. Und er kämpft mit ihm und sagt, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Umkehr, ja. Und erst dann ist der Jakob ein anderer. Vom Betrüger wird er zum Vater eines Volkes. Ja? Und das stiftet Beziehung auch wieder zwischen Jakob und Esau. Fand ich spannend, dieses biblische Beispiel in diesem Zusammenhang zu sehen. Also, das ist ein Weg, der länger dauert und das Ziel ist zum Beispiel Frieden oder Versöhnung. Das wären so zwei Aspekte, die da geschehen. Ja, in dem Moment, wo wir wieder aufeinander zugehen, wo wir in unserem Herzen Klarheit, Reinheit haben, wo unsere Anteile uns klar sind, da können wir auch auf den anderen wieder besser zugehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Frieden erleben. Nicht nur mit Gott, ja. Das ehrt Gott, wenn wir da Beziehungen suchen und versuchen, aufeinander einzugehen, Acht zu haben, wertschätzend zu sein. Versöhnung ist nicht immer möglich, will ich ganz deutlich sagen, aber es ist vielleicht doch möglicher, als wir es manchmal meinen. Ja? Und das könnte für Konflikte, die wir erleben, so den einen oder anderen herausfordern. Ich glaube, dass dieses Modell durchaus hilfreich sein kann für jegliche Art von Konflikt, egal ob auf der Arbeit, in der Familie oder in der Gemeinde. Ich will auch sagen, dass solche Störungen vorkommen, ist nicht das Problem. Ja, dass es Konflikte gibt, ist nicht das Problem. Aber wie wir damit umgehen, das kann sehr wohl problematisch sein. Und die Frage muss im Grunde über allem sein, wie kommen wir wieder zusammen? Was verbindet uns? Wie bleiben wir beieinander? Und von daher ist die Herausforderung heute, um das konkret zu machen, wenn es eine Störung dieser Art gibt zwischen dir und noch jemandem, ja, dann könnte das der Moment sein, wo wir heute anfangen, Gott zu bitten, dass er in diese Störung, in diesen Konflikt, in dieses Feld, in dieses Themengebiet hineinkommt. Wo wir Gott bitten, unsere Familie, unsere Ehe, unsere Beziehung zu den Kindern, zu Kollegen, zu Nachbarn, zu wem auch immer, nochmal neu zu prägen. Weil wir merken, dass diese Störung uns voneinander getrennt hat. Ja? Und da ist ganz wichtig, dass wir umdenken, umkehren und das nochmal neu ins Blickfeld nehmen. Und ich
glaube, dass es dann wichtig ist, auch dafür zu beten, dass Gott uns da verändert und nochmal seine Sicht der Dinge uns sagt. Wir können umkehren jederzeit, wir können einen Neuanfang machen, das ist möglich. Es liegt an der Stelle dann in der Praxis oft an uns. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, es gibt Erlebnisse, also übrigens haben meine Frau und ich uns ausgesprochen, ne, so, damit das nicht nachher noch offen bleibt, das wollte ich nochmal sagen. Es gibt noch ein weiteres Ding, was mir in diesem Zusammenhang deutlich wurde, es gibt manchmal so Störungen auch zwischen uns und Gott. Irgendwelche Erlebnisse, die passiert sind, wo wir sagen, oh, Gott, wie konntest du nur? Gott, was hast du dir dabei gedacht? Gott, wieso all das Leid? Ja. Und wir merken, da ist eine Störung, auch zwischen Gott und uns. Und wir vertrauen ihm vielleicht nicht mehr so. Wir haben ganz viele Fragen, sind aber innerlich ganz weit weg von ihm, ja, distanziert. Und dann wäre heute Morgen auch die Chance, eben zu beten, dass Gott das in seine Hände nimmt. Ja? Und wir dürfen das ganz zaghaft sagen, vielleicht auch ängstlich, auch vorwurfsvoll sagen, Gott, ne, wie konntest du nur? Aber ich glaube, es ist wichtig dafür auch ganz konkret zu beten. Und vielleicht diese Erlebnisse nochmal ganz neu anzugucken. Warum? Ziel ist Frieden mit Gott, versöhnt sein mit dem himmlischen Vater. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ich so an das Leben von Reinhold denke, gestern die Ansprache, die ich vorbereitet habe, dann muss ich sagen, wow, ne? Wie dieser Mann mit seinem Handicap der Querschnittslähmung seinen Frieden mit Gott gesucht, gefunden und behalten hat. Das ist enorm. Ich weiß nicht, ob mir das so gelungen wäre, aber das ist für mich ein Vorbild, ein ganz stilles Vorbild gewesen, ohne dass Reinhold da groß was sagen musste. Ja? Frieden mit Gott finden ist, glaube ich, das Größte überhaupt für einen Menschen. Von daher könnte es eine Chance sein, heute in diesem Gottesdienst, auch gleich, wenn wir noch mal ein paar Lieder singen, innerlich vielleicht zu beten und zu sagen, Gott, ich möchte diesen Frieden mit dir suchen, ich möchte ihn auch wiederbekommen, wo er verloren ist. Und im Grunde rät und lädt uns die Bibel ein, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Wir sind angenommen durch diesen Christus. Ja. Von daher möchte ich jetzt ein Gebet sprechen und da nochmal so manche Punkte mit reinformulieren, einfach so als Hilfestellung, bevor wir dann gleich in den Lobpreis gehen. Ich bete. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir kommen heute zu dir, weil wir wissen, dass dir Frieden, Versöhnung, geheilte Beziehung echt am Herzen liegen. Du weißt, was für uns jetzt dran ist. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, komm hinein in unsere inneren und äußeren Zerrissenheiten, in die Zerbrüche, die wir erlebt haben. Komm hinein in unsere distanzierten Haltungen. Bau du die Brücken zu unserem Nächsten und zu dir. Vater, heile du unsere Verletzungen, die immer noch wehtun. Heile du unsere Beziehung. Versöhne du uns mit dir. Jesus, wir brauchen dich. Wir schaffen das nicht allein. Und wir bringen dir unsere ganze Hilflosigkeit, unsere Ohnmacht, dass wir nicht wissen, wie wir es anpacken sollen. Wir bringen dir den ganzen Schmerz, all den Ärger und die Wut, die Bitterkeit, die da ist. Und wir bitten dich, Jesus, bring uns wieder zurecht. Führ uns wieder aufeinander zu. Heile du, was da kaputt gegangen ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns in deine Wahrheit führst und dass du uns deine Sicht der Dinge zeigst. Lehre uns, Herr. Offenbare, was dir wichtig ist. Ich möchte nochmal beten für unsere Gottesbeziehung und bitte dich, himmlischer Vater, vergib uns, wo wir uns von dir entfernt haben. Zieh uns näher an dein Herz, zeige uns deine Liebe und Gnade
Und Gott, wir wollen nicht in Distanz leben, wir wollen diesen Frieden haben, wir wollen versöhnt sein mit dir, wollen mit dir verbunden sein, wollen die schwierigen Erlebnisse nicht als Trennung zwischen uns stehen lassen. Nimm das alles weg, Herr, was uns von dir trennt. Führe uns in deine Nähe, hier und jetzt. Amen.